Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Folge von Girlies on Tour. Fünf Freundinnen sind heute aus Spremberg nach Görlitz gekommen, um sich einmal Girliewood anzusehen. Die Ankunft war voll stressig. Oh ja, das war alles so. Wir mussten rennen von Zug zu Zug und ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Und vor allem gibt es nicht mal Plimpki irgendwo, nicht mal hier irgendwo an der Bushaltestelle. Kein Nagelstudio. Was soll ich denn jetzt mit meinem Nagel machen? Ey, ich glaube, es wird scheiße. Ey, Samantha, hast du eigentlich schon einen Star gesehen? Nee, aber ich würde unbedingt noch Justin Bieber treffen, ja? Ey, der wird ja sicherlich rumlaufen. Ja, aber wo? Müssen wir mal ein bisschen gucken. Ich hab null Bock. Ich finde die Reise ja total sinnlos. Und ich habe im Zug die ganze Zeit nur geschlafen und ich wurde eigentlich nur gezwungen, hier mitzufahren. Ey, wisst ihr, was mir im Zug passiert ist? Mein Nagel ist abgebrochen. Was? Was? Scheiße. Das ist schrecklich. Ja, ich weiß. Was machst du denn jetzt? Knallen? Und vor allem der Typ, der neben dir saß, ja? Ach, der war so nervig. Das ist mir doch egal. Ja, dir ist alles egal. Nur Crystal, ey. Okay, gut, können wir jetzt loskommen? Ja, weißt du, ich will nicht laufen. Na und los. Da bin ich schon verpasst. Oh, Papa. Nachdem sie ihre Sachen weggeschafft haben, erkunden Crystal, Samantha, Michelle, Chantale und Jacqueline die Stadt. Hört ihr mal auf uns zu filmen? Was soll denn das? Ey, der Film ist voll schockt, ey, das stört. Ey, ohne Ausdruck hier, ja? Ey, was soll denn das? Ey, Junge, ich sag dir, wenn du noch einmal mein Handy mitnimmst. Ey, Samantha! Ey, Chantal, das war echt nicht korrekt. Ey, warum? Das war völlig übertrieben. Ey, das ist doch okay. Wieso machst du so? Kannst du mich einfach in den Brunnen schmeißen? Hey, was ist dein Problem? Du Opfer! Das ist deine eigene Schuld! Okay, das ist echt Mann! Leute, wie wär's, wenn wir die Mädels jetzt einfach die Stadt zeigen, okay? Und sie aufhören zu streiten. Komm, wir fangen am besten da an. Okay. Oh ja. Mir ist das sowieso alles egal, mich interessiert das sowieso nicht. Und ich mochte ihn so richtig eh noch nicht. Also ich fand das jetzt schon ziemlich blöd, dass du mich in den Brunnen geworfen hast. Das war nicht richtig, meiner Meinung nach. Und vor allem, also um ehrlich zu sein, ich bin jetzt auch sehr aufgebracht. Also ich verstehe gar nicht, warum die jetzt so ein Problem haben. Ich meine, sein eigenes Schuld, ich hätte auch was Besseres vor. Das ist unser schöner Park. Oh, guck mal, cool.
Bitte, Selene, guck mal. Naja, also alles aber ein Film ist die beste Kräuter. Das ist einfach. Oh, können wir uns nicht mal hinsetzen? Ja, meine Beine sind auch schon voll. Okay, ja, gut. Endlich. Sagt mal, wo ist eigentlich Schmiddel? Warte, wer ist Schmiddel? Na, Schmiddel ist unser großer Freund, der erst mit war, aber jetzt ist er irgendwie weg. Ach so, der hieß also Schmiddel. Wie heißt ihr eigentlich? Also ich heiße Klaus. Bärbel. Klaus Bärbel. Ja, gut, Klaus Bärbel. Und das ist Jeremy Pascal. Und ich heiße Jacqueline. Mit Ö, nicht vergessen. Genauso wie bei mir, Chantal. Ja, und das ist Michelle mit Ö. Mit Ä. Dann halt Michelle mit Ä, ist doch auch egal. Ja, und ich bin Samantha. Mit Z und Doppel-Ä. Es interessiert euch zwar sowieso nicht, aber ich bin Crystal. Komm, wir gehen Schmiddel suchen jetzt. Der wird schon wieder auftauchen. Nein? Doch. Ihr hattet doch versprochen, auf diesen Typen aufzupassen. Hey, wir kennen den nicht mal. Ist doch egal. Wir müssen jetzt trotzdem suchen. Die Gruppe streitet, als plötzlich Chantales Mutter anruft. Meine Alte ruft an. Ja? Hallo, Hasipupsi. Wie geht's dir denn heute? Hey, Mama. Gut, ja? Okay, und was machst du heute noch so? Na, mal sehen. Okay, dann noch einen schönen Tag. Hab dich ganz so lieb. Tschüss. Ich dich auch. Tschüss. Was war denn das jetzt? Ja, warum lacht ihr? Ja, aber wie kannst du denn so reden? Ja, was ist los mit uns? Das war richtig albern. Ja, das war meine Mama. Das war richtig peinlich, ey. Jetzt geht's darum, Schmiddel zu suchen. Ja, wisst ihr was? Ich helfe denen. Gut. Weißt du, was ich will? Bitte nicht mit abkommen. Hallo? Ich schon Talle. Komm zurück. Ey, Mike. Mir ist das alles so egal. Ich mochte den verschwundenen Typen sowieso nicht. Oh mein Gott. Schmiddel, er ist verschwunden und wir wissen nicht, wo er ist. Was sollen wir bloß machen? Wir wissen nicht, wo er ist. Das ist so schlimm. Während Chantale und die Jungs auf der Suche nach Schmiedel sind, sitzen die anderen Mädchen in einem Café. Oh ja, Jacqueline, die übertreiben voll, oder? Was hab ich dir gesagt? Ich heiße Jacqueline mit Ö. Merk dir das doch mal. Ich bin vergesslich. Ja und? Dann merkst du trotzdem, es ist mein Name. Name mit Ö. Ja, und heute Nachmittag hat sie auch erstmal von Chantales Mutter angerufen. Ja, das war richtig peinlich. Wie die mit ihrer Mutter redet. Warum machen die eigentlich alle so einen Stress wegen diesem Schmiddel? Ja, wenn er weg ist, ist er weg. Der findet doch zurück. Naja, eben. Der wurde nicht von dem Eichhörnchen gebissen. Ja, in Spanien sind die recht aggressiv, ne? Hä, was laberst du? Wir haben Schmiddel nicht gefunden. Aha. Oh. Kann das jetzt noch sein? Habt ihr schon mal bei euch zu Hause geguckt? Nein. Na, kommt. Na gut, danke. Auf geht's! Der schöne Kaffee. Oh, hi, Schmiddel. Der Tag neigt sich langsam dem Ende zu. Fragen wir die Mädels doch einmal, wie sie diesen Tag in Girlywood fanden. Ja, der Tag in Girlywood war eigentlich ganz cool, aber Schmiddel werde ich, glaube ich, trotzdem ein bisschen vermissen.
Ja, also eigentlich fand ich Görlitz ganz okay, aber ich habe keine Stars getroffen, deshalb spare ich lieber das nächste Mal auf Hollywood. Ja, naja, also Görlitz fand ich jetzt schon relativ cool und ich werde auch mal wiederkommen, aber diesmal gehe ich nicht auf die Suche nach Schmiddel, sondern eher nach Justin Bieber. Ja, also Görlitz fand ich ganz okay, aber ich werde erstmal zu Hause mit meiner Mutter reden, das war nämlich nicht so korrekt, was die gemacht hat. Ja, ich weiß gar nicht, warum die sich so aufgeregt haben. Ich wollte einfach mal einen Döner essen gehen und der war echt lecker. Das war wieder eine Folge von Girlies on Tour. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn wir in Köln sind. Also mir ist das alles egal, was sie machen. Und ehrlich gesagt, so richtig mochte ich ihre Mutter eh nicht. Kamera läuft und Action. Hey, du. Okay. Kamera läuft und Action. Mir ist, ich finde das alles egal. Mir ist es. Das war nicht so gut. Das ist egal. Das ist alles egal. Ja. Sag mal was. Ja, was soll ich sagen? Sag mal, ich bin zufrieden mit meiner Arbeit. Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit. Was bist du denn? Ich bin Tonfrau. Und schon. Kamera läuft und Action. Ich hab meinen Text vergessen.